Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Oh Gott. Wir sollten hier nicht durchlaufen. Und es ist noch keine Nacht. Ich setze mir mal ganz kurz hier so eine Markierung, weil ich will eigentlich auf eine ganz bestimmte Person warten, die jetzt aber natürlich noch nicht da ist. Das war falsch. Teleporting. Wir gehen in der Zwischenzeit noch was anderes erledigen, und zwar in Taburasa bei unserem Haus. Wir bringen nämlich unser Schwert weg. Das kommt in unsere Sammlung. Das Schwert des Schattens, oder wie es heißt. Wir haben in der letzten Folge den letzten Bubble Frog gesammelt. Den 100. Mayoi. Jetzt bin ich mal gespannt, was mit dem Typen passiert. Alle Höhlen sind damit completed. So, wir gehen runter in unsere neue Ausstellungsgalerie. Und boah, guck euch dieses geile Schwert an, ey. Eieiei. Entweder, wie gesagt, ist es das von Girahim aus Skyward Sword oder halt von den Weisen aus Twilight Princess. Oder den Geweihten oder wie auch immer die hießen. Keine Ahnung, die Weißmasken halt. So. Wir haben hier hinten noch eine Markierung. Die will ich jetzt direkt mal einlösen. Weil da befindet sich noch eine Waffe, die ich mir holen will. Eine sehr starke Waffe. So wie alle Gerudo-Waffen. Die einfach komplett geisteskrank stark sind. Das ist echt crazy. Hätte ich das gewusst, dass die einen Zweifach-Multiplikator bringen. Hätte ich mir die schon, eher geholt. Aber hier ist das Gerudo-Messer. Hier gibt es noch den Gerudo-Bogen, aber den brauche ich jetzt nicht unbedingt. Schade, dass nur noch der da ist, aber der ist auch schon stark genug. Da packen wir nämlich ein silberne Leune Horn drauf. Und dann haben wir eine richtig starke Waffe wieder. So, wo ist es denn? So, 110. Ich glaube, das ist machbar für einen Einhänder, ne? Also wir haben hier den Zweihänder mit 98. Jetzt den Einhänder mit 110. Und noch die Lanze mit 116. Theoretisch könnten wir eins bauen mit 150 Damage. Das ist dann aber auch ein bisschen zu krank, glaube ich. Aber dafür brauchen wir auch erst eine Waffe, die dann plus 10 Damage hat. Also einen Angriffskraftbonus kriegt. Dann könnte man ungefähr auf 150 kommen. Und hier Angriffskraft plus 9, sowas bräuchten wir. Auf einem Gerudo 2-Händer zum Beispiel. Ja. Aber okay. Das sind richtig kranke Waffen. Einfach mal zwei. Haltbarkeit steigt jedoch weniger stark. Ja, okay. Aber die Waffen sind krank. Die sind krank stark. So, rüstungstechnisch nur nutzen wir jetzt natürlich unsere normale Rüstung. Die beste Rüstung. Jo, und dann können wir auch dieses Ding hier entfernen. So, Schreine sind auch noch zu tun. Ja, 3, 4 Stück sehe ich. 5 Stück, 6 Stück sehe ich. Das müsste passen, genau. 6 Stück, weil einer ist ja noch hier. Das ist dann der letzte, den wir noch machen können. Jo. Quest-technisch sind wir beim Brunnenfan dran. Das machen wir jetzt auch weiter. Dazu geht's einmal hier hin. Es ist ja eh noch nicht Nacht. Ich warte nämlich auf Nacht, damit wir zum Colton gehen können. Weil er ja die 100 Mayoi-Dinger haben will. Die möchte ich ihm natürlich noch bringen. Nö. Dann ist der Typ auch zufrieden. Jo.
Ja, die restlichen Crocs, die gibt's noch bei Hyrule Castle. Und die ich halt nicht hab, ja, werde ich vielleicht irgendwann mal offscreen sammeln, aber aktuell habe ich dazu nicht wirklich die Motivation, da alle Crocs abzusuchen. Also jeden Punkt der Map nochmal zu erkunden. Deswegen gehen wir jetzt erstmal zum Brunnenlady. Ich hoffe, dass wir die 58 haben. Vielen Dank, jetzt war ich von 7 weiteren. Belohnung erhältst du 70 Rubine. Wow. Du hast mir alle 58 Orte genannt, an denen sich Brunnen befinden. Hier, nimm das als Belohnung. Oh, wie schön! Als Dank für das Finden sämtlicher Brunnen in Hyrule hat die Kresser diese wunderhübsche Miniatur hinter Glas als Geschenk überreicht. Oh, wie schön! Der Brunnenfan geschafft! Sehr geil! Hey, wie schön, so eine kleine Kugel. Ich hätte die gerne in Real Life. Erdmanipulation, das war auch crazy, als ich das bekommen habe, ey. Das war crazy, ey. Aber cool, so eine Schneekugel. Ich weiß nicht, was wieder los ist. Mein Hals ist wieder komplett am Abreiern da. Ah, das nervt. Okay, gut. Mann, hör auf! Rüstungen. Genau, müssen wir auch noch was machen. Krogis, ja, wie gesagt, holen wir noch später. Hier kann man Geld machen. Ich weiß aber nicht mehr mit was. Da könnte man irgendwas Geld machen. Ich gehe mal dahin. Ich gucke mir das mal an. Und dann müssen wir noch zu Robelo. Weil wir brauchen noch. Ja, wir müssen noch ein bisschen Geld ausgeben. Für die ganzen Einträge der Waffen und ja. Ich will die Mission eigentlich schon beendet haben, weil es halt eine Mission ist. Aber, ne, wie jetzt so ist, kostet das natürlich auch alles was. So, was habe ich hier? Ach, das war für die Leuchtschnecken, oder? Für die Feen. Hier waren mal Feen drin. Ja. Hier waren mal Feen drin. Die können wir aber löschen. Die kommen nie wieder. Glaube ich zumindest. Aber egal. Die kommen weg. Das heißt, wieder eine Markierung weg. Gut, dann gibt es hier noch diese Spezial. Was auch immer. Machen wir das noch. Tagebuchtechnisch sind wir Reckengewand und Hyrule Handbuch, ja. Kann ich auch den löschen? Das sind die letzten drei Quests. Cool. Das sind die letzten drei Quests. Dann müssen wir natürlich noch nach Kakariko. Und wir müssen noch zum Spähposten. Wir sind beim Spähposten, ne? Nee. 19:35 Uhr. Ist der dann schon da, der Colton? Ich gehe mal gerade gucken. Wenn er nicht da ist, dann ja, gehen wir halt um 23 Uhr dahin oder so. Nee, es ist ab 21 Uhr fängt der Abend an, ne? Scheiße. Dann ist er nicht da. Nee. Da steht auch immer noch dieses Pferd. Ist das ein Skelettpferd eigentlich? Nee. Gut, gehen wir hier hin. Thank you.
habe jetzt mal meinen Filter für die Map geupdatet, so dass wir nur noch Crocs und andere Sachen sehen. Weg hier. In die Richtung. Oh, wie schön das gerade aussieht. Hä? Voll geil. So, die Frage ist jetzt, ich muss hier auf jeden Fall einen Donner drauf abschießen. Und die Frage ist, wo muss ich das tun? Von hier aus? Wahrscheinlich, ne? Reicht das? Muss halt irgendwas hier machen, damit man die Rüstung bekommen kann. Auf jeden Fall muss man hier irgendwas machen. Nur was muss man hier machen? Ich lasse die mal markiert, aber ich glaube, ich kann aktuell da wirklich noch nichts machen. Gut. Dann lassen wir das erstmal, wenn das hier nicht, wenn das hier nicht hilft. Gut, was müssen wir noch machen? Wir haben alle Kisten aus den Höhlen, wir haben alle Rüstungen, wir haben alle Waffen, glaube ich, weiß ich nicht. Kann sein, dass wir ein paar übersehen haben, aber jetzt auf die einzelne Suche nach den ganzen kleinen Mini-Kisten gehen. Habe ich jetzt auch nicht wirklich Lust drauf. Weil ich will jetzt eigentlich mich vorbereiten aufs Ende. Aber ich denke mal, wir gehen erstmal nach. Oh, es ist 21.35 Uhr. Vielleicht ist es jetzt Nacht genug für Colton. Ich hoffe es. Das wäre gut. Dort wäre gut. Gut. Kennst du das Goethe-Siegel? Ja. Perfekt. Hello, my friends. Ich hab deine Mayoi. Ein Mayoi? Es gibt noch einen? Was? Ich habe aber alle Höhlen gemacht. ...101? Was ist das denn für eine beschissene Zahl? Ich dachte, das wäre 99 am Anfang. Dann habe ich das noch mit dem, hier mit dem Sora-Ding gesehen. Das haben wir dann auch noch gemacht. Ganz ehrlich, ey, fick diesen Typen, das ist keine Quest.
Wenn es eine offizielle Quest wäre, würde ich jetzt sagen, okay, dann suchen wir es halt, aber ganz ehrlich, wenn der mich so verarscht, dann soll er doch verrecken da ohne seine Majoris. Ey, was ist das denn für eine Scheiße? 101, wer denkt sich denn so eine beschissene Zahl aus? 100 wäre doch schön gewesen. Warum 101? Ich habe hier keine Höhlen mehr. Das ist finito. Höhle ist finito maximo. Da muss ich jetzt ernsthaft alle... Obwohl, es gibt noch eine Möglichkeit. Es gibt noch eine Möglichkeit. Ich sehe noch, ich habe noch Hoffnung. Es gibt 7 Koltenorte. 7 Stück. Einer ist hier. Ich markiere die jetzt mit einer Person. Einer ist übrigens zufälligerweise hier. Da werde ich auch als erstes hingehen, glaube ich. Weil er kann ja nicht die gesamte Hyrule absuchen, er kann ja nur in der Gegend suchen. Ja, vielleicht müssen wir in eine andere Gegend, damit er den dann erfassen kann irgendwie. Und wenn er mir dann ungefähr die Richtung nennt, dann kann ich auf der Map gucken, ob ich dann wirklich eine Höhle übersehen habe. Ich will das jetzt schon abgeschlossen, aber das fuckt mich nämlich gerade extrem ab, dass da nur ein scheiß Ding fehlt. Ich lass mich hochschießen, damit wir schneller sind. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Himmel brauchen wir nicht. Da hinten ist er ja schon. Komm schon, Tulen. Hier ist er nicht. Da hinten wird er auch nicht sein. Bin ich eigentlich ziemlich von überzeugt, weil wir Hyrule ja Gerudo ja gerade erst abgeschlossen haben. Hier hinten gibt es ihn noch einmal. Irgendwo hier. Dann gibt es ihn nochmal hier oben irgendwo bei den. Irgendwo hier. Wo ist das? Da. Ja, ich glaube doch. Okay. Und dann gibt es ihn noch hier bei dem Ding. Und das waren dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann müsste sie noch einmal irgendwo auf der Seite hier geben. Ah, hier. Da. Ja. Da.
Gut, dann gehen wir, ich würde mal sagen, hier hoch. Ich gehe mal zu dem da. Ich weiß echt nicht, wo das sein soll. Vor allem, ich habe ja eine Folge, habe ich ja schon genannt, der letzte Bubble Frog. Dann muss ich diese Folge ja der wirklich letzte Bubble Frog nennen. So. Das war echt doof, dass ich von unten gekommen bin. Ah. Das war echt doof. Oh nein, das war der in der Höhle, ne? Ja, das war doof, aber egal. Wir müssen alle ab, wir müssen alle auch da abgehen. Wenn er es mir dann nicht sagen kann, dann lassen wir es. Und wir sind halt so. Ja, das ist echt schon scheiße, ey. Vor allem, das ist nicht mal eine offizielle Mission, ne? Es gehört wahrscheinlich nur zu den True 100%, aber da bin ich ja eh nicht hinterher. Ich bin froh, wenn ich alle Missionen, also meine 100% abgeschlossen habe. Danke, da habe ich jetzt endlich mal da hochsteigen. Oh Mann, musst du dich auch so verbrennen lassen. Gott, ey, erstmal 50.000 Schaden genommen. So, in welche Richtung muss ich? Hör nicht auf. Oh, komischer Fratz. So, Colton ist irgendwo. Irgendwo da hinten. Ah ja, hinter der Kappe. Ich habe hier schon alle Höhlen gemacht, ne? Probieren wir jetzt unser nächstes Glück. Ah, wahrscheinlich ist es wieder genau der letzte, ne? Kann ich mir gut vorstellen. Wenn er es mir nicht sagt, wie gesagt, dann ist halt so. Scheiße ich auf den Typen. Wortwörtlich. So. Huck!
kann doch nicht hier gewesen sein, ne? Ich glaube nicht, dass der da war. Gut, gucken wir uns das an. Boah, das ist jetzt echt Abfuck, ne? Das ist so ein Abfuck, ey. Ist aber nicht da ganz oben, ne? Doch, ist er. Das ist die zweitbeste Rüstung im Spiel, meiner Meinung nach. Die Geschwindigkeit ist einfach so geil. Im Felsen spürst du keine Kälte, Link. Hoch mit dir. Das heißt, damit tatsächlich alles. Das heißt, es kann nur noch da unten sein. Natürlich ist es die letzte. Oh, ich kann aber von oben runterfliegen. Oh, sehr gut. Sehr gut. Was für ein Tag ist überhaupt heute? Oh, Freitag. Okay. Ja, wenn man im Urlaub ist, dann vergisst man sehr schnell mal so die Tage. Kann halt passieren, ne? Warum hast du geschlagen? Ich bin doch nur gesprungen, du Spatenhirn! Hier ist aber keiner. Und es ist schon zu hell. Nee, da ist er. Er spawnt nur sehr spät, ey. Oh. Ach, den kann man mal mitnehmen, ne? So, hier in der Gegend muss also eine Höhle sein. Nö. Okay. Dann fuck you. Du bist für mich gestorben. Such dein scheiß Ding selber. Ganz ehrlich, der sagt mir keinen Ort. Wofür ist er denn überhaupt da? Wenn er mir keinen Ort nennen kann. Scheiß Typ, ey. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen trotzdem und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein und tschüss. Mann, das nervt.